Die Zeit der Angst ist zu Ende. Jetzt beginnt die Zeit der Hoffnung. Überrasche dich selbst. Versuche nicht immer vernünftig und konsequent zu sein. Immer vernünftig zu sein bedeutet, stets eine zu den Socken passende Krawatte zu tragen. Es bedeutet, morgen die Meinung von gestern zu vertreten. Heute wäre ein guter Tag, um etwas Außergewöhnliches zu tun. Sei ruhig inkonsequent. Ändere deine Meinung. Es steht dir zu, du brauchst dich dafür nicht zu schämen, solange niemand dadurch zu Schaden kommt. Was die anderen denken könnten, ist gleichgültig. Sie denken sich ohnehin, was sie wollen. Bleib gelassen. Lass das Universum um dich kreisen. Genieße es, über dich selbst überrascht zu sein. Heute ist jeder Fehler erlaubt und verziehen. Heute ist ein Tag der Lebensfreude. Wer einen neuen Schritt tut und noch ein bisschen vom alten Leben beibehalten will, wird am Ende von der eigenen Vergangenheit zerfetzt. Jeder Tag birgt sein eigenes Wunder. Nimm die Segnungen an, arbeite und schaffe heute daraus dein Kunstwerk. Morgen wirst du mehr erhalten. Viele Menschen haben Angst vorm Glücklichsein. Denn um glücklich zu sein, müssten wir viel an uns und unseren Gewohnheiten aufgeben oder ändern. Häufig sträuben wir uns gegen die guten Dinge, die uns widerfahren, halten uns ihrer für unwürdig. Wir nehmen sie nicht an, weil wir fürchten, damit in Gottes Schuld zu stehen. Wir denken, es ist besser, nicht vom Kelch der Freude zu trinken, weil wir leiden werden, wenn wir ihn einmal nicht mehr haben. Aus Angst, an Größe zu verlieren, wachsen wir nicht. Aus Angst davor zu weinen, hören wir auf zu lachen. Häufig müssen wir auf den richtigen Augenblick warten. Manchmal aber müssen wir sofort handeln und ins kalte Wasser springen. In solchen Fällen ist Aufschieben das Allerschlimmste.